Hallo und willkommen zu einer langersehnten Folge von unserem beliebtesten Projekt auf meinem Kanal. Let's play The Escapes. Ja, heute mal wieder am Start. Ich, der PGLP. Nein, ich, der Shadowfell und PGLP. Falsch rum, meine Fresse. Wir versuchen wieder ein bisschen zu graben. Ich weiß nicht, ob es gespeichert hat. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie weit wir letztes Mal waren. Aber wir werden sehen. Ich habe momentan nur einen einzigen legalen Gegenstand. Das ist sehr interessant. Mal gucken, ob es funktioniert. Achso. Okay. So, wer bekommt denn heute die Scheiße? Das ist nichts, was ich brauche. Rich Brickmaster. Hey! Nicht so gleich so böse von mir denken, als würde ich in andere Zellen von anderen Personen gehen. Shady 66 ergänzt 44. Helft lieber den anderen gehälfte Junge. Oh, der ist schon, dass ich wieder aufgraben. Manuel! Da! Der liebt meine Erde! Ich gebe mir noch immer was von meinem Zeug ab, deswegen muss ich nur revanchieren. Hey, ich bin da, wie kannst du mich sehen? Ich habe doch nur die Tür eine Sekunde lang offen gehabt, noch nie mal. Die Sekunde wäre auch zu lang gewesen. Habt ihr Teile für mich? Ich komme nicht aus diesem Gefängnis raus. Das ist total frustrierend. Fischer! Hast du Fisch? Ich mag Fisch. Hast du Fisch dabei? Sag, hast du Fisch dabei? Nein, kein Fisch, glaube ich. Ich mag Fisch essen. Ich brauche wieder Streben. Oh oh. Schnell. Ich komme. Junge. Ja, Officer. Ich habe keine Erde. Ja. Also, Piggy, was brauchst du? Simon und seine Kumpels, Folie. Also, Simon. Kein Ding, also. Simon, der kriegt eins aufs Maul von mir. Der will noch nicht mehr verkaufen, schade. Keine Sorge, ich weiß, dass du der Gesellschaft, der Abschaum der Gesellschaft bist. Herr Budle. Folie, die Kerne. Sag, wenn einer von euch Klebeband hat, okay? Ja. Oder nehmen wir eine Zahnbürste. Hast du eine Zahnbürste eigentlich? Aber einer von denen hat eine Zahnbürste. Nehmen. Der Kleber! Klebstoff! Weil das brauchen wir normalerweise. Talkumpuder, Zahnpasta. Flüssiges Plastik? Nein, schade. Ich dachte, Kleber würde funktionieren. Was kann man mit Klebeband machen? Ich meine mit Kleber. Mit Klebstoff.
Steht nicht drauf. Nix steht hier drauf. Versuchen wir es zweimal Holz. Und Sima müssen wir kaputt schlagen, genau. Zahnpasta. Unglaublich. Geht's bald hier? Plastikmesser, Zahnpasta, Tasse, Bleichmittel, Suche, Rasierklinge. Ich bin rausgegangen, du Fotze! Entschuldigung, Herr Polizist. Ich bin so K.O. von Tunnelgraben. Das ist unglaublich. Weißt du, wie schwer es ist, einen Tunnel zu graben, aus diesem Gefängnis rauszukommen? Ich glaube, das haben wir schon ein, zwei Mal ausprobiert. Zwar, aber ist trotzdem unvorstellbar. Wer will nicht aus diesem Gefängnis ausbrechen? Das will doch jeder. Selbst die Bullen selbst. Und kein Bock mehr. Simon! Hey, Simon! Officer Fischers Name backt. Hey, weißt du was? Du kriegst es auf Maul! Ich weiß nicht wieso, er ist umgeknickt. Er ist umgeknickt. Ja, genau. Er ist umgeknickt. Herr Polizist, da ist jemand umgefallen. Rope, das ist dem. Den juckt's nicht, okay. Hast du eine Arbeit für mich? Hier liegen noch meine Nunchakus rum. Nächstes Mal, wenn es Arbeit gibt, dann warte ich hier und schlag jeden zusammen, der reinkommt, damit die gefeuert werden. Hast du Holz? Kennst du Holz-Song? Der ist auch umgefallen. Ihr habt's alle gesehen, der ist nur umgefallen. Den geht's gut. Nee. Hey, wisst ihr, die Zäune von der anderen Zeit, die sehen auch interessant aus. Die haben geschrieben und da versuchen auszubrechen, ja, auch wenn es hier gar nicht funktioniert. Hey, wo kann er rein? Das sieht zumindest so aus. Halt die Fresse! Ich bin doch gerade gekommen! Oh, habt ihr? Ja, ich brauch Chris? Nein. Manuel! Ah, das ist eine super volle Socke, krass. Das brauche ich aber, Entschuldigung, Manuel. Warte, du kriegst Manuel, du kriegst dafür im Gegensatz dazu Klebeband. Das ist Kleber, das ist guter Tausch. Weißt du, weil mein Klebeband ist nämlich von VIP gekommen. Du weißt schon. Von Manuel. Habe er es mir überreicht vorher. Aus dem Zimmer und dann, ja, egal. Hey! Ich brauche Verarztung. Ich möchte die Leiter benutzen, bitte. Kacke. Neuer Tag, neues Glück, das macht sogar die Katze verrückt. So, dann habe ich erstmal den Spruch gerade erfunden, weil ich bin nicht mehr da. Ich bin zwar nicht einmal. Es war jetzt gerade nicht ein anderer Tag, aber es ist eine ganz andere Zeit. Es ist jetzt Abend. Ich habe letztes Mal aufgenommen am Nachmittag ungefähr. Und jetzt hat sich schon einiges verändert, denke ich. Ich weiß nicht, wo wir zuletzt waren, was ich angefangen habe zu sagen, weil meine Mutter hat mich abgeholt von der Arbeit. Ich habe jetzt eine wunderschöne, richtig geile Woche lang frei.
Und die will man ja so richtig genießen bei seiner Omi, dem wir morgen übermorgen hingehen. Ja. Wir haben gerade noch sogar dieses Zombie. Boah, leck das. Dieses Zombie-Teil aufgenommen und das Spiel ist wirklich ziemlich schlecht. Manuel, hilfst du mir? Alle hassen mich hier. Keine Lust, hallo fehlerhaft. Nee. Ich kann einfach mal Abstand von alles und jedem hier von Polizisten mäßig. Oh, die mögen mich wieder. Oh. Das habe ich noch mal getan, dass ich so böse auf mich sind. Das kann doch nicht sein. Ein Holz. Ah, genau. Ich wollte ja nach Holz gucken und da bin ich. Ah. Ich gehe jetzt mal in mein Zimmer. Mal gucken, ob der fehlerhaft was für mich hat. Der gute alte fehlerhaft. Hab ich Holz? Nein. Bin ja gewundert. Ich könnte mir eine Panzerrüstung machen, warte. Metall ist voll, ihn sieht mich noch nicht. Ich mache mir nämlich jetzt was ganz Interessantes, was ich noch niemals gemacht habe in diesem Projekt. So, nicht besonders nicht lange das gehabt. Hä? So ging's doch. Aber nicht. Warte mal. Kissen, Klebeband und Insassenkleidung. Ah, ich brauche noch Kleber. Ich weiß, unser Zimmer ist gerade ziemlich vermüllt. Aber wen interessiert schon? Hat wer was gehabt von Klebeband mäßig? Ja, ich darf mich gleich hier nach oben stellen, ne? Ja, darf ich. Lol. 2, 1. LOL. LOL. Simon. Der hatte Pfeile. Klebeband. Mal gucken, ob dieses Item illegal ist und gepolstert ist, weil in echt wäre es wahrscheinlich nicht illegal, weil wenn man sich eine schön weiche Kleidung besorgen möchte, dann. Naja. Natürlich ist sie illegal. Ich klebe mir ein Kissen an meine Kleidung. Das ist illegal. Weil die arme Kleidung, das sieht ja gar nicht gut aus. Ach, nee. Ihr habt keine Freunde, sicher. Stimmt. Ja, ich habe bisher nur noch Kollegen. Freunde sind nur noch ein bisschen außerhalb, so ziemlich außerhalb. Ich könnte von all meinen Kumpels, ich könnte sie alle verlinken, wenn ihr wollt. Schreibt mir einfach, ob ich sie verlinken soll und dann verlinke ich sie, wenn ihr wollt. Ist eure Entscheidung, ne? Ey, fehlerhaft, du magst doch bestimmt ein paar neue Gegenstände haben, oder? Hier kriegst du das hier und auf hier krieg ich das hier und dann kriegst du auch noch ein neues Kissen. Während der Nachtruhe ist jemand rumgeschlichen, kann es doch nicht sein. PGLP hat nur einen Schakus. Ich habe dich. Ich glaube, seine Nunchakus und danach gebe ich ihn wieder, damit er mich mag. Ah, der mag mich ja regulär sonst. Jemand mag mich, Ritsch mal. Ah. Weißt du, Agent 44? Du bist ein netter Kerl, weißt du? Deswegen kriegst du ein paar Nunchakus von mir. Vicky? Es gibt Frühstück. Bing,
Ich hab echt keine Ahnung, wo ich mich gerade hingrabe. Verdammt, zu spät. Nein. Nein, 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 nein. Dann probieren wir es mal auf die gute altmodische Art. Ich lege mich einfach mit jedem einzelnen Bullen an. Aber als erstes mit den lieben Oberbullen. Endlich streng war das, ne? Nee, kein einziger. Dann war es doch der Oberbulle. Hey, Oberbulle. Bist du Oberbulle? Nein, bist du. Du bist Oberbulle? Nein, Lob. Oberbulle? Game. Oberbulle? Stand. Danny. Wahnsinn. Fischer. Fischer. Was hast du denn schon jetzt? Nix. Junge. Du. Nett. Hellblau? Was kann man damit schönes anstellen? Nix, was da gerade in der Nähe ist, ne? Schlecht. Falco, Rope, Fehlerhaft. Hey, Robe. Lila! Heiko, Bruce, Danny. Kacke, kacke, kacke! Hä? Was ist getan? Nice. Da ist Officer String. Halt die Klappe, ich wurde gerade verprügelt. Und du willst nur, dass ich mich hinstelle. Ich bin hier sowohl der Richter als auch der Henker. Ja, der Stenker. Von Ausbruch, also davon habe ich noch nie was gehört. Junge. Danny. Hans. Heiko. Devo. Oh, genau, es geht auf Frühstück. Hey, chillt mal eine Runde. Da oben ist der Oberbulle. Dankeschön. Bleib hier, Fotze. Hallo. Hey Simon, hat doch nicht mal irgendwo etwas. Und dann hat er noch solche Fantasien, sich da mit mir anlegen zu wollen. Hey, hey, Oberbulle. Oberbulle, Oberbulle. Könntest du bitte oben zu den... Ja, total höflich. Oberbulle, könntest du jetzt bitte zu den Platz nach oben gehen, wo die Kleidung immer holt und eure Waffen? Weil die würdest du gebrauchen können. Am besten tust du noch ein paar Stacheln dran.
Ansonsten wird es ziemlich schmerzhaft. Genau. Nee, nicht duschen. Da gibt es, da habe ich noch niemals irgendwelche Waffen gesehen, ja? Ey, den juckt's einfach nicht, ne? Hey, wie kommt Manuel, wie kommst du da rein? Wie kommst du hier überhaupt rein? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Da läuft ein Polizist nackt rum. Nicht nur, dass er jetzt... Alter. Ich will da runter. Nein. Deine Polizist ist ein Nukle... Ich kann dich angreifen. Schon wieder. Fuck. Ach, nee. Ich bin am Arsch. Ja, hallo? Schlagen. Komm, Wetzauer, bitte, Wetzauer. Was? Sag mal, könnte mich hier drin auch angreifen. Das geht doch gar nicht. LOL. Fischer. Danny. Hey, wo ist ein Streng? Wo ist Oberbulle hin? Ich kann wirklich keine Fake-Schlüssel herstellen. Mich rauszuschlagen ist ultra schwer. Meine Fresse. Rope, Stellen. Aber mal wieder ist kein Oberbulle da. Ich könnte mich mit allen anlegen, locker. Aber naja. Ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao, euer Shadowfell. Bis bald.